Die Vorweihnachtszeit ist da, deshalb zeigen wir euch heute ein gutes Krapfenrezept. Genau, wir machen heute Rumkugeln. Für unsere Rumkugeln braucht ihr folgende Zutaten: Teigreste, dunkle Schokolade, Hindermarmelade, ein bisschen Salz, natürlich Rum und Rumkugeln. Viele klassische Rezepte für Rumkugeln bestehen ja eigentlich nur aus Butter, Zucker, eventuell Nüsse und auch Schokolade. Wir geben aber schon immer Teigreste mit in die Masse, weil das für uns einfach besser schmeckt. Das heißt, immer wenn wir zum Beispiel Torte gebacken oder einen Kuchen gebacken haben und da Reste übrig geblieben sind, haben wir die eingefroren und können die jetzt zum Beispiel für solche Rezepte verwenden. Super Restelverwertung. Unser Teig hat jetzt schon Nüsse mit drinnen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Teig ohne Nüsse habt, könnt ihr in die Masse noch zusätzlich Walnüsse oder auch geriebene Haselnüsse mit reingeben. Und auch bei der Marmelade habt ihr freie Auswahl. Wir haben jetzt noch eine Hindermarmelade in den Kühlschrank gehabt, deshalb verwenden wir diese. Ihr könnt aber auch eine Marillenmarmelade verwenden oder Riebessel, was eben daheim habt. Und als erstes müssen wir die Schokolade schmelzen. Dafür gebt 250 Gramm dunkle Schokolade in eine Schüssel, stellt die Schüssel über ein Wasserbad und sobald die Schokolade geschmolzen ist, könnt ihr kurz beiseite stellen. Die Teigreste zerkleinern wir nun in kleine Brösel, geben 100 Gramm Marmelade dazu, eine Prise Salz, 100 Milliliter Rum, die flüssige Schokolade und das vermengen wir jetzt, bis alles gescheit miteinander verrührt ist. Die Masse ist jetzt gut verrührt und damit wir die Kugeln dann nachher besser formen können, geben wir jetzt den Teig oder die Masse für 30 Minuten in den Kühlschrank. Und bevor wir jetzt die Rumkugel machen, bereiten wir uns einmal ein Blech vor und darauf geben wir jetzt solche kleinen Papierförmchen. Und von diesen kleineren Papierförmchen braucht ihr zwischen 65 und 70 Stück. Zum Formen der Rumkugeln brauchen wir Bierbahn-Schnitzelpanieren eine Straße. Ihr braucht einmal ein bisschen Wasser zum Befeuchten eurer Hände. Dann die Rumkugelmasse rumkugeln und dann noch Kokosetten zum Wälzen. Nun befeuchtet ihr mal eure Fingerspitzen und eure Handfläche ein bisschen mit Wasser. Dann nehmt ca. einen Esslöffel von der Masse her, gebt es in eure Handfläche, drückt es ein bisschen flach, in die Mitte gibt es eine Rumkugel. Nun umhüllen wir die Rumkugeln mit dem Teig, dass alles gescheit verschlossen ist. Und jetzt formen wir runde Kugeln daraus. Die fertig geformte Kugel, die schmeißen wir jetzt in eine Schüssel mit Kokosetten, wälzen die ein bisschen. Und schon haben wir unsere erste Rumkugel. Und die geben wir gleich in die vorbereitete Förmchen. Und das machen wir jetzt einfach weiter, bis die komplette Masse verbraucht ist. Und wie auch schon vorhin bei den Papierförmchen erwähnt, gehen sich mit dieser Masse zwischen 65 und 70 Stück Rumkugeln aus. Rumkugeln. Schein. Voll. Probier. Schaut herrlich aus. Unsere Rumkugeln in Rumkugeln. Rumkugeln und Rumkugeln. Eigentlich kann das noch gut sein. Keine, oder? Tschüss. Tschüss. Muss erst auspacken. So gut. Nämlich richtig angenehm nach Rum und dann mit diesen Kokosflocken. Richtig lecker geräumig. Voll gut. Und mit Schokolade. Ja, dann die Marmelade, gibt es ein bisschen Süße, dann die Nüsse, wo sind da sind. Voll die gute Masse. Ja. Das sind wirklich perfekte Rumkugeln. Probiert mal Rumkugeln nach unserem Rezept. Die sind wirklich richtig, richtig lecker. Genauso ist es. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Bleibt noch eins. Warum nicht, gell?